Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein kleines Kanal-Update. Wir werden euch erinnern, kleines Kanal-Update heißt, ich erzähle einfach, was gerade aktuell so ein bisschen los ist bei mir. Und damit legen wir jetzt los. Ist eigentlich vierteljährlich geplant, aber findet halt dann statt, wenn ich gerade was zu sagen habe und die Zeit und mir meine Frau sagt, dass ich das dringend mal wieder machen muss. Weil sie halt eben unser gemeinsames Hirn für Terminfragen und Ähnliches ist. Ich bin das Hirn für, oh, da hinten ist ein Baum. jedenfalls, was gibt es denn Neues? Zunächst mal, wir ziehen um. Das wollte ich nur deswegen gesagt haben, dass, wenn man mir vielleicht eventuell einen gewissen Stress anmerkt, dann liegt das daran, dass Adventskalender, dazu komme ich gleich, und Umzug zeitgleich stattfinden. Warum ziehen wir um? Offiziell, weil ich jetzt so reich und berühmt bin, dass wir nach Madeira ziehen, um Steuern zu sparen. Inoffiziell muss ich ein Stück weit näher nach Karlsruhe ran, weil ich in Karlsruhe jetzt neuerdings Verpflichtungen habe regelmäßiger Natur und daher da häufiger mal hin muss. Und dann wäre es einfach ganz nett, wenn man dann dafür nicht so weit fahren müsste. Ich muss da nicht so häufig hin, dass ich neuerdings einer geregelten Arbeit nachgehen würde, aber doch immer mal wieder. Und ja, da ist es einfach praktischer jetzt so. Da wir sowieso umziehen mussten, haben wir die Gelegenheit genutzt, noch ein bisschen näher an den Wald ranzuziehen, das heißt noch mehr rauszuziehen von allem anderen. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind die Mietpreise, wenn du am A der W wohnst, tatsächlich noch ganz in Ordnung. Auch heute und auch heutzutage, auch mit Inflation und so weiter und so fort, noch völlig in Ordnung. Zweitens kann man sich dann auch ganz viel Platz leisten, auch wenn man den gar nicht unbedingt bräuchte, aber ist schon irgendwie schön. Drittens, am A der W hat man von der Haustür bis zum Wald sage und schreibe 8 Meter. Ja, das heißt, wir wohnen quasi im Wald, mehr oder weniger. Ne? Zumindest juristisch ist es Wald und da stehen auch schöne alte Bäumchen rum und das ist also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe meine eigenen Wollsackvermitterungsgranitfelsen vor der Tür. Es liegen schon quasi welche im Garten und wie gesagt, alle möglichen alten Kastanien, Eichen, Hainbuchen, die da rumstehen. Ganz, ganz toll. Wir haben Fluss direkt vor der Tür. Wir haben eine eigene hausgemeinschaftseigene Grillstelle, die man jederzeit nutzen kann, wenn sie gerade niemand anders nutzen möchte. Ansonsten müsste man sich halt darauf einigen, da ich immer kein Interesse daran habe, da abends zu grillen, da ist es dunkel. Sondern eher dann, wenn eben die Sonne noch scheint für Videozwecke, da kommen wir uns wahrscheinlich nie in die Quere. Nachbarn sind soweit alle sehr nett, soweit wir das beurteilen können. Also wunderbare Wohnverhältnisse. Die waren vorher auch in Ordnung, ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem war halt einfach jetzt die notwendige Umzieherei eben wegen den Wegen, ja, die dann da anstehen. Ja, und dann haben wir halt die Gelegenheit, wie gesagt, genutzt, um gleich noch tiefer in den Wald reinzukommen. Dadurch wird das Internet ein bisschen langsamer sein. Das heißt, ich kann nicht mehr so spontan Videos hochladen, sondern das geht eine ganze Nacht wahrscheinlich, je nachdem, was das für ein Trümmer geworden ist. Aber notfalls kann ich auch noch irgendwo anders hinfahren, zu Freunden, Verwandten, Familie und so weiter, die halt schnelleres Internet haben und da mal eben schnell was hochladen und dann dafür eine Flasche Wein, ein Glas Honig oder vergleichbare Produkte springen zu lassen. Ja, das geht dann auch. Also das kriegen wir alles hin. Aber ja, ne, das ist halt Umzug, kennt man. Ja, dauert, ist stressig, man muss einen Haufen Zeug ausräumen, einen Haufen Zeug wieder einräumen, Regal auseinanderschrauben, Regale zusammenschrauben etc. pp. Haufen Bücher wollen von A nach B. Ich habe dankenswerterweise immer noch meine externe Bibliothek. Das heißt, es muss nicht jedes Buch, das ich habe, umziehen. Oh Gott, oh Graus. Das wäre schwierig. Ja, aber das ist so jetzt momentan der Stand der Dinge. Wisst ihr Bescheid, ne? Dann wollte ich kurz sagen, es ist ja jetzt Winter. Also bei mir ist jetzt offiziell Winter in meinem Benschen-Jahresprogrammskalender. Das führt zu zwei Dingen. Erstens, ich muss Adventskalender dringend fertig machen. Zweitens, ich mache keine Führung über den Winter. Beziehungsweise wenn, dann nur mal ganz ausnahmsweise. Ich hatte ja mal irgendwann vor ein paar Jahren mal gemeint, ich könnte auch mal eine Winterführung machen. Da hätte ich nach wie vor Bock drauf. Das große Hindernis bei einer Winterführung ist dieses Jahr schlicht und ergreifend der Umzug. Ja, dass ich einfach aufgrund von Umzug plus alles andere nicht schaffe, noch gleichzeitig eine Winterführung zu organisieren. Zweitens, man weiß ja nie, ob bei dem Termin, den man für eine Winterführung auswählt, dann auch tatsächlich Winter ist.
Das ist nämlich so ein bisschen der Knackpunkt. Und für eine richtig gute Winterführung bräuchte man nämlich eben dieses eine Charakteristikum, was den Winter erst so richtig zum Winter macht, nämlich Schnee. Ja, und den kann man nun mal sehr schlecht bestellen, beziehungsweise den gäbe es nur an den krasseren Orten. Und im Winter dann auch noch extra zu den krasseren Orten fahren, beispielsweise im Harz, hatte ich überlegt, könnte man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich eine Winterführung im, sagen wir mal, Februar machen. Und dann stehen die Chancen, dass dann zu diesem Zeitpunkt gerade Schnee liegt, wirklich ganz gut, ja, zum Beispiel im Harz. Aber dann kommt dazu das Problem, dass der höhere Harz ja eben entweder Nationalpark ist oder ziemlich viele Löcher im Wald hat. Und dann ist zwar Schnee da, aber halt eben kein Wald. Und dann ist das auch wieder blöd. Bei mir oben im Schwarzwald wieder Nationalpark. Also nichts gegen Nationalparke, nur rechtlich gesehen kann ich im Nationalparken eben immer keine Führungen machen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, die haben ihr eigenes Waldpädagogik-Team sozusagen und machen ihre eigenen Führungen und wollen sich dann niemand externes, der dann möglicherweise auch noch sagt, dass er dies und das und sel und jenes am Nationalpark gar nicht mal so gut findet, was ich durchaus tun würde, weil ich das auch durchaus so ist, den holen die sich nicht ins Boot. Ja? Und das gilt für jeden Nationalpark. Mit manchen bin ich zufriedener, mit anderen bin ich nicht zufrieden. Aber da ich halt eben unabhängig bin und das auch bitteschön sein will und bleiben möchte, will ich mir auch das Recht rausnehmen, den Wald, in dem ich unterwegs bin, halt eben auch ein klein wenig zu kritisieren, falls das dann notwendig ist. Ja, und deswegen geht das halt nicht. Ne? Nur so am Rande angesprochen. Drum, also keine Winterführung. Das heißt, nächste Führungen werden dann stattfinden nächstes Jahr. Und ab Februar ungefähr werden wir gucken, dass wir die neuen Termine bekannt geben. Ab da kann dann auch eine Anmeldung wieder möglich sein. Wer eine Individualführung haben möchte, kann sich im Grunde da jetzt schon anmelden. Nicht, dass das notwendig wäre, aber würde gehen. Gerade wenn es darum geht, dass ihr ein Wochenende braucht für eine Individualführung, dann möglichst frühzeitig, weil meine Wochenenden dann auch recht schnell weg sind. Und ja, oder eben Gruppenführungen drauf gelegt sind, weshalb ich Wochenends selten, sage ich jetzt mal, Zeit habe. Ja? Unter der Woche überhaupt kein Problem. Das geht dann zum Teil auch einfach 14 Tage vorher spontan. Ist auch kein Thema. Da lässt sich eigentlich meistens noch irgendwie was unterbringen. Insbesondere, wenn es nicht unbedingt eine Übernachtungsführung sein muss. Bin ich auch am Überlegen, inwiefern Übernachtungsführungen nächstes Jahr noch was sind, was ich noch regulär anbieten möchte. Auf Anfrage kann man das natürlich trotzdem noch machen. Aber ja, extra bewerben und extra groß darauf hinweisen, dass es das gibt, das weiß ich nicht, ob ich das noch. Weil das ist schon immer sehr viel Arbeit, weil meistens penne ich nicht gut. Also, ne, was heißt viel Arbeit? Es macht Spaß, klar, keine Frage. Aber ich penne ja nie besonders gut im Wald. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele hundert Mal draußen gepennt. Das ist überhaupt kein Problem in dem Sinn. Aber ich schlafe daheim halt immer besser. Und wenn ich im Wald gepennt habe und dann komme ich nach Hause und bis ich dann wieder daheim bin und bis ich dann gegessen habe und dann will ich noch ein bisschen Päuschen machen und dann ist 14, 15 Uhr und dann kann ich im Grunde anfangen, am nächsten Tag wieder zu arbeiten und dann geht nicht mehr allzu viel, bis es dann wieder so spät ist, dass ich auch keinen Bock mehr habe. Auf gut Deutsch, ich mache nach einer 24-Stunden-Führung nicht viel und damit geht schon recht viel Zeit für so ein Ding drauf und ja, die will ich beim Preis nicht noch draufschlagen. Das wäre dann Blödsinn. Ja, das machen wir nicht. Und damit ist das zwar eine valide Einkommensquelle, keine Frage, überhaupt kein Thema, klar. Aber ja, Tagesführungen sind für mich angenehmer. Aber wer trotzdem gerne eine Übernachtungsführung haben möchte, dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann noch irgendwie oder wie wir das und wo wir das organisiert bekommen. Das geht schon noch, nur ich will es halt, wie gesagt, einfach nicht mehr bewerben. Darum geht's. Ja? Das ist schon die wesentliche Änderung. Ich suche auch noch nach einem zusätzlichen Führungsort. Das ist also eine neue Führung, wer auf den drei regulären Gruppenführungen schon dabei war, eine neue Führung noch dazukommt, die man so noch nicht gesehen hat, die auch in einer Landschaft stattfindet, die sich von den bisherigen besichtigten Landschaften auf meinen drei Führungen nochmal so viel unterscheidet, dass es auch echt nochmal was richtig anderes ist. Das ist ja auch die Voraussetzung. Ne? Ich kann grundsätzlich in jedem beliebigen Wald eine Führung machen. Aber irgendwann passiert es halt dann doch, dass sich bestimmte Sachen überschneiden, beziehungsweise ich halt bestimmte Waldbilder anspreche, die es so tatsächlich überall im Walde zu finden gibt. Das ist auch der Grund, weshalb ich überall in Deutschland in fast jedem Wald eine Führung machen könnte, weil sich bestimmte Mechanismen im Wald nun mal wiederholen und bestimmte Phänomene im Waldökosystem an vielen, vielen Orten auftreten. Und wenn ich die auf jeder Führung erwähne, jeweils in der aktuellen ortsgeprägten Ausprägung sozusagen, das unterscheidet sich schon im Detail ein wenig, aber ja,
dass die eine Buche halt 10 cm ist und die im anderen Wald, die ist schon 20 cm, das macht die Sau nicht fett. Und darum brauche ich halt eben einfach für neue Führungskulissen auch wirklich ein Stück weit ein anderes Ökosystem oder ein von anderen Faktoren geprägtes Ökosystem, sodass da wirklich ein Haufen andere Sachen zu sehen sind, die es auf den anderen Führungen nicht gibt, um halt eben die Überschneidungen zwischen den Gruppenführungsorten und Themen, die ich da bespreche, so gering wie möglich zu halten. Ein ganz kleines bisschen Überschneidung gibt es, zum Beispiel verschiedene Tiere spreche ich auf fast jeder Führung an, auf den einen mehr, auf den anderen weniger und meistens auch mit dem lokalen Bezug, ob es davon jetzt hier gerade viel gibt oder wenig und so weiter und so fort, aber ja, da kommt es dann schon zu kleinen Überschneidungen, aber ich will trotzdem versuchen, die Führungsorte auch abwechslungsreich sozusagen zu gestalten für Wiederholungstäter. Gut, das also nur damit ihr wisst, da ist was geplant. Das werde ich dann auch wahrscheinlich im Januar, Februar, März organisieren. Drum kann es sein, dass wenn die Führungstermine da sind, die für den neuen Führungsort noch nicht bekannt gegeben werden können, weil ich den noch nicht so hundertprozentig gefunden habe oder noch in der Ausbearbeitung der Führung bin. Aber dazu erzähle ich euch dann im nächsten Kanal-Update noch ein bisschen was, falls euch das dann interessiert. So, jetzt haben wir gesagt Umzug, wir haben gesagt Führung, dann Adventskalender. Adventskalender gibt es. Adventskalender bin ich gerade dran. Das ist ein bisschen stressig, eben in Kombi mit dem Umzug und der Tatsache, dass ich davor auch gar nicht so viel Zeit hatte. Ich habe dieses Jahr nämlich ziemlich viele Führungen gemacht und das hat schon, ich sage jetzt mal nicht zu viel, aber doch genügend Energie meinerseits verbraucht, dass ich jetzt auch ein paar Wochen zwischendrin, zwischen Führungsphase und Adventskalendervorbereitung nicht so produktiv gewesen bin. Und das war auch notwendig und gut so für meine geistig-körperliche Gesundheit. Letztere, ich habe immer noch Schnupfen, aber ansonsten geht es mal gut. Nein, es ist nur Schnupfen, ja? Muss man heutzutage ja dazu sagen. Und ja, geistige Gesundheit genauso bekloppt wie immer. aber ja, ich will einfach darauf hinaus, dass ich dieses Jahr wirklich gemerkt habe, wie viel kann ich pro Jahr arbeiten, zumindest in meinem aktuellen Zustand. Vielleicht irgendwann, wenn ich noch routinierter mit den Führungen werde, noch routinierter im Videos aufnehmen. Wobei zu viel Routine da auch nicht wirklich dienlich ist, weil wenn das irgendwann nur noch eine Routinearbeit ist, und zum Beispiel jetzt auch die Videogeschichte, aber auch die Führung, das ist ein kreativer Prozess. Das ist nicht so, dass man da einfach 8 Stunden am Tag am Band steht und Schraube A mit Schraube B verschweißt von mir aus, keine Ahnung. Sondern da muss schon immer auch eine gewisse Kreativität dahinter sein. Das habe ich nicht immer. Deswegen bin ich auch nicht immer in der Lage, jetzt ein gutes Video aufzunehmen. Ich bin vielleicht immer in der Lage, ein Video aufzunehmen, aber ob das dann gut ist, ist halt eben der Punkt. Und ich will auch keine Ausschuss produzieren. Und darum habe ich gemerkt, also ich komme so ein bisschen an meine von der Kreativität her begründeten Grenzen, so langsam vom Arbeitsauslastungspensum. Das war gut so, das war auch nicht zu wenig, überhaupt nicht, ne? Also ich will mich auch in keinster Weise beklagen, aber ja, eine eben Reaktion aus dieser Erkenntnis ist das vermutliche Weglassen der Übernachtungsführung, zumindest als reguläres Angebot. Seven vs. Wild ist ja derzeit, gerade nur für diejenigen, die das nicht so interessiert, das Hauptthema, zu dem ich momentan Videos hochlade. Das liegt daran, dass ich ja eben noch einen ganzen Haufen anderen Krempel aufnehme, den ganzen Haufen anderen Krempel aber eben brauche für den Adventskalender. Und deswegen wird es wahrscheinlich bis zum Beginn des Adventskalenders, traditionell am 1. Dezember, Überraschung, nicht allzu viel anderes geben. Ich bedanke mich für die Geduld der Seven vs. Wild interessiert mich nicht Nasen, dass ihr die Phase durchgehalten habt oder gerade dabei seid, sie durchzuhalten. Im Fall, dass ihr es nicht durchgehalten habt und ihr schon weg seid und nichts mehr mit mir zu tun haben möchtet, dann kriegt ihr das ja eh nicht mit, was ich jetzt sage. Von daher hat sich das dann automatisch erledigt. Ja, aber nur eben, das ist einfach nur, damit man auch versteht, warum kommt denn da jetzt so viel dazu. Es ist halt leider lukrativ, so ein Seven vs. Wild Video hat locker 20.000 Aufrufe, ein normaler Inhalt 5.000 bis maximal 10.000, dann ist es schon gut gelaufen, also innerhalb von 2 Wochen. Das ist immer so dieser Referenzzeitraum, was passiert in den nächsten 2 Wochen. Ob das dann sich irgendwann über die Jahre quasi zu einem sehr, sehr gut angeguckten Video entwickelt oder nicht, das steht in den Sternen, das kann ich häufig auch überhaupt nicht vorhersagen und nicht erkennen, ob das dann so sein wird. Bei manchen Videos war es geplant, zum
Beispiel beim der Verhaltenskunde gegenüber Wildschweinen, was tun, wenn die Sau kommt und sowas. Das war schon geplant als ein Video, das hoffentlich im Laufe der Zeit viele Leute angucken werden, und da hat es auch funktioniert. Das haben im Laufe der Zeit viele Leute angeguckt. Andere Sachen, die durch die Gecke gegangen sind, da verstehe ich nicht, woran es liegt. Das ist dann mit den Mysterien des allmächtigen Algorithmus irgendwie zu erklären. Ich kann schon ein Stück weit verstehen, weshalb meine Kollegen, also andere Creators auf YouTube oder wie auch immer wir uns nennen wollen, ja, so ein bisschen den Algorithmus als höhere Macht ansehen. Und ja, man kann ihn natürlich auch blasphemisch als Gottheit oder Ähnliches verehren. Oder auch eben nicht verehren, eher fürchten. Hat ja keiner gesagt, es ist ein guter Gott. Aber ja, da der so völlig undurchdringbar und undurchschaubar ist, wie er funktioniert, der gute alte Algorithmus, kann ich das so ein bisschen menschlich nachvollziehen, diesen ein wenig zu mystifizieren oder zu glorifizieren, wenn er gütig mit einem war. Ja, manchmal kommt es einem nämlich wirklich so vor, als wäre das einfach irgendwie eine höhere Macht, die entweder gütig zu dir ist oder nicht, und du kannst da nicht wirklich viel dran ändern. Aber zum Adventskalender noch der Hinweis, kleine Änderung, die letzten zwei Adventskalender waren ja mit winterbezogenen Inhalten, das schaffe ich nicht nochmal. Ich kann nicht beliebig viel Zeug zum Winter erzählen, irgendwann sind die Winterthemen durch, oder ich müsste irgendwelche krassen Details wie die das Winterschlafverhalten des gemeinen Kaninchens verglichen mit dem Winterschlafverhalten des Polarhasen von mir aus irgendwie so völlig abgefahrenes Zeug machen. Übrigens, der Polarhase hält gar keinen Winterschlaf. Egal. Ne? Jedenfalls, da das irgendwie blöde wäre, habe ich mir jetzt halt überlegt, ich mache irgendwelche allgemeinen Themen. Wenn ich nochmal irgendwo einen Winterbezug hinbekomme, wunderbar. Und ja, der Winterbezug besteht darin, dass ich im Lodenmantel im nicht so ganz warmen Wald sitze. Ich hoffe, das muss dann reichen, weil, ja, mehr ist nicht drin. Wird wieder traditionell so ein bisschen die Aufteilung wie letztes Mal geben, ein klein wenig Gier, so ein, zwei, drei Teilchen Gier, vermutlich eher zwei als drei, dann auf jeden Fall ein bisschen Blödsinn, so zwei bis drei Teile Blödsinn, ein bisschen was aus der Kategorie Ben scheitert, ich gehe mal schwer davon aus, dass ich scheitern werde, ich gebe mir schon Mühe, aber wahrscheinlich werde ich scheitern. Ein bisschen was mit Sachen anzünden natürlich. Das hat ja auch einen gewissen Weihnachtsbezug. Ne? An Weihnachten zündet man ja Dinge an. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, und irgendeine Form von 24. Weihnachtsfeier wird es dann auch wieder geben. Das ist ja immer wieder völliger Mumpitz, aber das mache ich irgendwie gerne traditionell. Diese Tradition besteht ja schon länger als der Adventskalender selbst und soll daher auch fortgesetzt werden. Ansonsten wieder viele diverse, so halbwissenschaftliche bis wissenschaftliche Themen. Ihr kennt das ja von mir. Und ein bisschen was Historisches, bisschen Waldrundgang, so in die Richtung. Ne? Bisschen Produktvorstellung habe ich schon gesagt, ja, was mir noch so einfällt. Ich habe eine Liste und aus der Liste muss ich mal gucken, was ich eben behandle oder nicht behandle. Eine Buchbesprechung ist noch dabei, die nehme ich gleich auf, darum weiß ich das. Und ja. Ja, dann hätte ich zum Schluss noch eine kleine Kanalempfehlung auszusprechen. Das mache ich ja auch nicht so oft. Ohne eigene Sache, ja, uneigennützig. Einfach nur, falls ihr Lust habt, noch einen anderen interessanten Kanal kennenzulernen, der ähnliche Themen wie ich behandelt, nämlich mein Studienkollege Marcel. Das heißt, wir haben gemeinsam studiert und es freut mich sehr, dass da noch ein zweiter von ja, dem Haufen, der auch mich hervorgebracht hat, sozusagen, mitgeprägt hat, ja, auch es sich traut, seine Nase in deine Röhre zu stecken. YouTube, ne? Deine Röhre. Ja, blöder Witz. Egal. Jedenfalls, das freut mich schon wirklich sehr. Und der Marcel macht hochinteressante Videos zum Thema ja, Wildökologie. Primär, ja, auch ein bisschen so den Alltag eines Forschers in der Arktis beispielsweise. Sehr spannender Beitrag. Ganz toll fand ich den zum Bär, das ist, glaube ich, der jüngste Stand jetzt meines Wissens. Auch sehr spannend, zum Eisbär insbesondere. Mit Eisbären habe ich mich nie großartig auseinandergesetzt. Also abgesehen davon, dass das natürlich das Symboltier des Klimaschutzes ist, blablub und so weiter und so fort. Klar, jeder kennt einen Eisbär. Aber so richtig intensiv damit auseinandergesetzt habe ich mich jetzt beispielsweise selten. Als ich in Grönland war, habe ich kurz vorher versucht rauszufinden,
ob da eine Chance besteht, dass die bei uns rumrennen, und das haben sie nicht getan. Und damit war das Thema Eisbär für mich dann weitestgehend auch schon wieder erledigt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, was zum Eisbär zu erfahren, dann fragt den Marcel bzw. guckt sein Video. Ganz toll fand ich auch den Beitrag zu den Hamstern. Ich habe ja auch mal ein Hamster-Video gemacht, weil mir auch der Feldhamster sehr am Herzen liegt, der ja eine akut vom Aussterben bedrohte Tierart ist, insbesondere in Deutschland. Und dem Marcel sind auch einige tolle Aufnahmen zum Hamster gelungen und viele interessante Informationen zum Hamster gibt es da auch. Und das Ganze in deutlich kompakterer Form als meine Videos. Das heißt, wenn ihr bei ihm alles angeguckt habt, dann seid ihr so auf der Lauflänge von 2 bis 3 von meinen. Ne? Nur so ein kleiner Spaß am Rande. Wir sind nicht immer 100% derselben Meinung und das ist hervorragend so, weil vielleicht für euch als Zuschauer auch sehr, sehr interessant, gerade als wissenschaftlich interessierte Zuschauer, dass es ja für einen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess neben der Forschung an sich auch unbedingt der Debatte bedarf. Ja, wenn nicht debattiert werden würde, dann würden wir überhaupt nicht weiterkommen im Erkenntnisprozess. Und das möchte ich auch für den geneigten Interessierten an der Natur einfach mal empfehlen, euch noch eine Opposition zu meiner Meinung zu besorgen. Nicht zwingend immer eine starke und sehr, sehr weit abweichende Opposition, aber es ist doch einfach ein eigener Kopf, der da denkt, selbstverständlich. Und sehr, sehr, sehr fundiertes Wissen. Meines Wissens ist der Marcel auch noch praktizierend in der Forschung tätig. Ich ja nicht. Ich bin ja jetzt nur noch Erklärbär und forsche nichts mehr selber. Gebe also quasi nur noch weiter, was andere Leute erforschen, was ich mir dann durchlese und einfach meine eigenen Erkenntnisse, wenn ich irgendwie mal eine Vermutung habe. Und dann posaune ich die Vermutung raus und dann kommt 3 Jahre später der Waldzustandsbericht und dann steht da drin, was ich vor 3 Jahren gesagt habe. Ha! Ha! Manchmal, nicht immer. Aber ja, ne? Also ich kann da wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Er weiß auch, glaube ich, gar nicht, dass ich euch vorbeischicke. Das heißt, ihr könnt gerne mal ein paar Grüße dalassen. Aber ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. Wir kennen uns sogar persönlich aus dem Studium eben. Von daher, ne, ist das, müsste er wissen, wer ich bin und umgekehrt. Von daher. Ja, also wirklich, gerade jetzt, wenn ihr über den Winter ein bisschen mehr Zeit habt, wenn es früh dunkel wird und ihr euch noch ein bisschen intensiver mit der Natur auseinandersetzen wollt, die ihr nicht sehen könnt, weil es früh dunkel ist, dann unbedingt mal das Zeug bei Marcel durchgucken. Das ist wirklich in vertretbarer Zeit gemacht. Einmal den kompletten Kanal durchgucken, dann hat er ein paar Aufrufe, wird ein bisschen bekannter, dann macht er da auch weiter. Das wäre nämlich schade, wenn er das nicht tun würde. Da hätte ich auch nichts von. Ich gucke selber wirklich sehr, sehr gerne. Absolut cool, toller Humor dabei. Und einfach eine kleine Empfehlung. Habe auch noch ein bisschen gewartet, bis ich den Marcel jetzt empfohlen habe. Ich gucke ihm ja schon eine Weile zu, aber ich will euch ja auch nicht nach irgendwo schicken, sondern ich will auch sicher sein, dass wenn ich euch schon einen Kanal empfehle, der dann auch wirklich Hand und Fuß hat. Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte, aber jetzt ist definitiv so viel Material da, dass ich euch da absolut guten Gewissens hinschicken kann und ich hoffe, ihr auch nicht enttäuscht werdet. Wenn euch mein Zeug gefällt, dann guckt euch das von Marcel garantiert auch gerne an. Mit Sicherheit. Bin ich völlig überzeugt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr dann nur noch bei Marcel zuguckt, sondern auch gefälligst wieder zurückkommen, ja? Wäre noch wichtig zu erwähnen. Gut, also Faszination Wildnis von meinem Kollegen Marcel. Mehr habe ich eigentlich dann auch nicht mehr zu sagen. Habe ich nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, dann mit irgendwas anderem, wie immer. Und ja, ansonsten tschüss. Und es ist tatsächlich nicht dunkel geworden, während ich hier sitze. Faszinierend.